Während die deutschen Rundfunkanstalten Peter Alexander und Katharina Valente auf den Plattenteller legten, machte die Jugend im Untergrund der Hobbykeller ihre eigene Musik. Auch in Niederroden, der Neubausiedlung auf dem Spargelacker, bebte abends das Pflaster, wenn Schlagzeug und Verstärker dröhnten. Als trommelte dort Ilchi, Winnetous Rappe, mit seinen Hufen gegen die Wand. Gleich in der Nachbarschaft probten die Beat Kings. Ihr Anführer hieß Ralf, kam aus Grenoble und war genauso alt wie Rio. Die beiden taten sich zusammen. Sie blieben es, auch wenn der Streit darüber, wer die Zigaretten zahlt, die beide rauchten, nie ein Ende nahm. Ich kann mich erinnern, ja. Es war am Samstag, nach meinem Geburtstag im Januar. Dann klingelt es an der Tür und da stand jemand in Trainingsanzug vor der Tür. Ich hatte vorher eine Band und er hat Musik gemacht und so haben wir uns kennengelernt praktisch. Also im Zug haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Also der ist zur Arbeit gefahren, ich auch. Was hast du da gearbeitet? Ich habe eine Dekorateurlehre gemacht. Rio war Abendsänger bei den Beat Kings und stand tagsüber als Fotolehrling in der Dunkelkammer. Die Fotolehre war sein U-Boot. Vom Oberschüler aus der Mittelklasse war er auf Unterschichtniveau abgetaucht. Gymnasiasten und Studenten hörten Jazz, verklampften Chansons. Die Zukunftsmusik wurde hier unten bei den Lehrlingen gemacht. Fotografen eine Dunkelkammer da rummachen, das war ja nicht sein Ding. Der wollte Musik machen, hauptsächlich in der Zeit. Und er hat ja auch dann diese Leute da getroffen, die auch dort drauf waren, die drei Stücke. Das hat er ja nicht erwähnt. Ich war ja der erste Roadie von denen. Ne? Ich bin da losgezogen, dann wo sie bei den Amis gespielt haben, hier drei Stückchen Hang on Sloopy, ne, und For Your Love, dann konnten sie den Rhythmus halten. Ne. Da waren sie da. Ne. Und das war natürlich auch toll. Da war der Lanrue, der sich damals, der Steiz heißt der von Haus, was, ne, dabei. Dann standen noch andere Jungs aus dem Kaff da. Ne. Rio brach die Lehre ab, verließ Niederroden und die Beat Kings und machte den Abflug. Er flog tatsächlich, sein erster Flug, von Frankfurt nach Berlin. Mai 1967. Die erste Beat-Oper der Welt sollte nicht in London aufgeführt werden, sondern in Berlin, im Theater des Westens. Rios Brüder hatten es eingefädelt. Er schrieb die Musik. Visi Sonor sollte das Prachtwerk heißen. Und der Zeitgeist von Pop-Art und Beat-Musik sollte sich darin entfalten. Der richtige Zeitpunkt, alle Connections gecheckt. Lass uns das Ding drehen. Nun hieß das Ding Robinson 2000 und wurde vom Direktor des Operettenhauses produziert. Zeitgeist war Nebensache. Namen mussten aufs Plakat. David Garrick, Peter Horton und Miss Germany. Die standen dann auch auf der Bühne und schmierten ab. Die erste Beat-Oper der Welt wurde ein Flop. Für einen Teil des Defizits haftete Rios Bruder Gerd. Garricks Management in London fackelte nicht lange. Binnen 14 Tagen kämen aus Soho zwei Ballermänner und trieben Garricks Gage ein. Den ganzen Tag. Aber um in Berlin von Ballermännern abgeknallt zu werden, brauchte man keine Beat-Oper zu produzieren. Für die als unpolitisch gescholtene Jugend war es plötzlich schon lebensgefährlich, wenn sie demonstrierte. Am 2. Juni 67 kam der Schah von Persien nach Berlin und ging dort in die Zauberflöte. Vor der Oper wurde gegen den Schah-Besuch demonstriert. Persische Agenten verprügelten die Demonstranten unter den Augen der Westberliner Ordnungshüter. Und als die Demonstranten sich wehrten, stand die Polizei den Prügelpersern mit ihren Gummiknüppeln bei. Wenig später knallte der Schuss, der die ganze Bundesrepublik verändert hat. In der Krumme Straße hatte Hauptwachtmeister Kurras in Zivil und putativer Notwehr den Studenten Benno Ohnesorg erschossen. Ja, in vermeintlicher Notwehr habe sich aus der Waffe des Beamten ein Schuss gelöst. So lautete die unglaubliche Erklärung. Und dann eines Tages, am 2. Juni eben, der solche Folgen hatte, da habe ich plötzlich gesehen, dass der ganze Kudamm voll war mit Menschen, die gesprochen haben, runtergerannt.
und habe gesagt, was los ist. Und da wurde dann von einer Seite wurde erzählt, es sind gerade zwei Polizisten auf der Schardemonstration erstochen worden von linken Demonstranten. Das war richtig gezielt ausgestreut worden, das Gerücht. Und andere haben gesagt, es ist einer erschossen worden. Und da hat es bei mir erstmal richtig geschnackelt. Radios lauf, TVs lauf, Filme lauf, Autos lauf, Häuser kauf, Möbel kauf, Reisen kauf, Fabriken kauf, wofür? Macht kaputt, was euch kaputt macht. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Rio machte in Kreuzberg als Schauspieler, Sänger und Musiker beim Hoffmanns Comic-Theater und den Roten Steinen mit. Aber er wollte endlich eine Band. Die gab es dann im Sommer 1970. Tonsteine Scherben. Gerd sorgte für die Promotion und gab den Tipp, wir fahren zum Festival der Liebe nach Fehmarn. Gesponsert von Beate Use. Spinnst du, warum denn dahin? Weil das erste Open-Air-Konzert in Deutschland werden soll. Woodstock auf einer Ostseeinsel. Na und? Ein Medienereignis. Jimi Hendrix kommt, Sly and the Family Stone, The Faces, Ginger Baker's Air Force. Und fahren die Scherben hin, haben sie dort eine Menge Publikum. Jimi Hendrix letzter Auftritt, 12 Tage später war er tot. Als Jimi sang, machten sich die Veranstalter mit der Kasse aus dem Staub. Dieses Festival war, ja, das war ein Chaos. Eigentlich erst am letzten Tag, als Jimi Hendrix da in seiner Gitarre gebissen hat, wurde auch der Himmel heller und es war eigentlich ganz schön. Nur die Gruppen, die dann noch spielen sollten, auch bekannte Gruppen, die kamen nicht, weil sie erfahren haben, dass gar kein Geld mehr da ist. Ne? Und dann haben, dachten wir, oh Gott, das kann sein, dass das alles jetzt gleich abgebrochen wird. Und dann haben wir den günstigsten Moment noch gewählt und haben gesagt, nee, wir spielen jetzt. Dann haben die gesagt, die Techniker haben gesagt, nee, wir haben schon alles abgedreht. Ne? Und dann haben wir es trotzdem noch erreicht, dass sie wenigstens auf Stand alles machen, also nichts aussteuern, aber einfach das so lassen. Ne? Ja, und dann wurden noch eben Macht kaputt, was euch kaputt macht, gespielt. Rio meinte, man sollte den Veranstalter ungespitzt in den Boden hauen. Als sie gefahren sind, denn, wir haben danach alles eingepackt schnell, unsere Busse und also wir hatten 4 Busse dabei gehabt, Druckmaschinen dabei gehabt, die wollten eine Revolution da anzetteln. In Alice Wunderland von Beate Use. Ja, und dann kam es nur Feuerwehr entgegen, nicht? Also das war so eine einzige Brandstelle. Das war das Ende des Festivals der Liebe und der Anfang von Tonsteine Scherben. Ich hab jede Menge Zeit. Ich hab einen Wecker, der nicht richtig tickt. Auf mich wartet keine Arbeit, keine Stechuhr und kein Meister, der mich Brötchen holen schickt. Ich bin einer von vielen arbeitslos und ich kann zwar eine Arbeit suchen, doch meine Chancen sind eben groß und ich will auch nicht irgendwas machen, könnt ihr das nicht verstehen? Ich will einen Job haben, der mir Spaß macht und ich will was dafür sehen. Dann haben wir überlegt, wie ist es eigentlich, wenn man selbst Platten macht? Ist das überhaupt möglich, ja, hier in Deutschland, ohne eine Firma zu haben? Und da haben wir da angerufen, da in Hessischen, da ist so ein Presswerk gewesen. Und die haben gesagt, ja, das kostet eben 50 Pfennig pro Platte und dann nochmal 50 Pfennig GEMA. Ich sag, GEMA? Da ist ja gar nicht der GEMA drin, ja. Weil die Plattenfirmen müssen es selbst an die GEMA abführen. Und dann war es schon wieder ziemlich viel Geld. Also, und da ich damals aber Raubdrucker war, das kann ich heute ruhig sagen, und auch nicht so schlecht verdient habe, haben wir es einfach gemacht. Heimarbeit, die Platten der Scherben. Cover stempeln, falzen, heften, Platte in das Cover schieben. Heimarbeit auch der Vertrieb. Manchmal war es wie Tütenkleben hinter Gittern. Aber davor blieben sie bewahrt, die Scherben, jetzt und später.
Allerdings nach ihrem feurigen Auftritt beim Festival der Liebe wachte das Auge des Gesetzes nimmermüde über Rio und die Band. Am 4. Dezember wurde in Berlin der Student Georg von Rauch erschossen. Von Rauch wurde als Terrorist gesucht. Die Umstände seines Todes blieben im Dunkeln. Jedenfalls war es Nacht, als er starb. An vielen Häuserwänden in Berlin stand Georg lebt. Die Scherben spielten auf einer Solidaritätskundgebung in der Technischen Universität und riefen zu einer Hausbesetzung auf. Das hatte es vorher noch nicht gegeben. In Kreuzberg sollte die Autobahn bis zur Berliner Mauer führen. Darum sollte Bethanien abgerissen werden, ein ehemaliges Krankenhaus. Nach dem Konzert trabte das Publikum zur Hausbesetzung nach Kreuzberg. Die Hundertschaft der Polizei war in ihren grünen Wannen schneller und wartete in Kreuzberg auf die Ankunft der Studenten. Noch schneller allerdings waren jugendliche Hausbesetzer aus Kreuzberg. Die hatten Bethanien bereits vor Eintreffen der Polizei besetzt. Naja, es war im Audi Max. Nickel hat Pamphlets hier gehalten, Pamphlets nennt man so, über halt die Ermordung von Georg von Rauch, ein Freund von uns. Und irgendwann mittendrin, wo die Stimmung am höchsten war, schrie der Nickel, ja, die beiden haben meinen Bruder getötet, ich habe viele Brüder, ich habe viele Schwestern und ich gehe jetzt und besetze dieses Georg von Rauchhaus, dieses Schwesternwohnheim, ehemalige, das viele Jahre leer stand. Und wir wussten, dass in dieser Nacht Erwin Beck nach Südtirol in sein Sommerhaus fahren wollte oder Winterhaus vielmehr, sein Winterurlaub war das ja, ja, das war ja im Januar. Und deswegen haben wir das besetzt an diesem Tag und dann sind wir da rein. Und, draußen waren wissige 300 Jugendliche, die eine Schlacht gegeben haben, damit die Bullen nicht an das Haus ran konnten. Ist ja klar, Staatsgewalt, das ist so stark. Und dann haben die das Haus umzingelt und dann kam Erwin Beck und dann sagten wir, Erwin, komm rein, komm rein. Ja, und irgendwann, hoffentlich ist es verjährt, irgendwann haben wir dann Erwin in unserem derzeitigen Plenumsraum gehabt und haben gesagt, komm her. Und haben ihn aufs Fensterbrett gestellt. Und haben gesagt, pass auf, Erwin, wenn die Bullen jetzt da unten rinkommen, fliehen wir beide hier aufs Fenster. Ja. Und das war die erste Geiselnahme nach Kriegsende. Ja, verstehst du? Und, ja. Die angenehmste Zeit war die erste Zeit, das ist ganz klar gewesen. Ja, das war alles so neu und jeder dachte wirklich, jetzt geht's los, jetzt kommt eine ganz neue Zeit und Liebe und alles ist toll und alles ehrlich und offen. Und dann, die unangenehmen Sachen waren dann die Plenum hier und so später dann die ständige Auseinandersetzung mit unseren Politfreaks, die alle Jugendlichen wieder in die Fabriken schicken wollten und nach Hause, die gerade abgehauen sind aus den Fabriken und so weiter. Das hat natürlich alles nicht hingehauen. Die meinten, Betriebsarbeit ist jetzt in. Und nach flogen auch immer mehr Leute raus. Mich konnten sie nicht rausschmeißen, weil ich Arbeit hatte zu der Zeit. Ich war auch der Einzige von unserer ganzen Truppe. Und das ging dann richtig hart zur Sache, bis wir dann hier fast eine Schlägerei mit denen hatten, bis wir dann alle ausgezogen sind. Das sind die unangenehmen Sachen. Ja. Das war auch so, auch gerade bei diesen ganzen Drogengeschichten. Also ich meine, jetzt sind ja einige auf der Strecke geblieben. Auch hier Raimund zum Beispiel, auch ein Freund von Rio und von mir, der hat sich irgendwann in Überdosis gesetzt und so weiter. Aber das wurde einfach verboten. Da wollte keiner mit zu tun haben so richtig, obwohl sie alle Shit geraucht haben. Aber das war dann so, ja, das war nicht angesehen. Das musste dann so weg. War. Und das fand ich schon scheiße, weil das waren halt hauptsächlich Jugendliche, die hier waren und die damit Probleme hatten. Ich meine, zu dieser Aufbruchphase gehörte halt auch, Drogen zu nehmen und zu sagen, boah, ey, klar, gucken wir mal. Ja. Hat die auch weitergebracht? Ist ja so. Das war auch bewusstseinserweiternd zum Teil. Nur sind dann halt auch ein paar Tote geblieben im Endeffekt. Ja. Weil keiner damit umgehen konnte und auch niemand das wollte eigentlich. Ich versuche. Irgendwann und irgendwo 1971 in Berlin war es passiert.